Achtung, Aluhutträger! Schade, dass ihr dabei wart. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Männer! Ja, heute gucken wir uns mal ein bisschen was auf dem Kfz-Gebiet an. Wie es in der Elektrik ist, ist es halt auf dem Kfz-Gebiet. Und natürlich, wie auf allen Gebieten, keine Ahnung, ey. Irgendwie hat irgendwie keiner mehr Ahnung von nichten. Gut, gehen wir mal rein. Ja, und zwar das Video heißt 175.000 Kilometer E10 gefahren, minus Schäden, Fragezeichen. 8 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen im Schnelldurchlauf durch. Machen wir gleich, können wir ja gleich auch machen. So, ich gebe mir das mit 1,5 Maler Geschwindigkeit, dass wir nicht lange, zu lange rummehren. Hallo, willkommen. Erstmal Werbung, das ist natürlich wichtig. Beim neuen Video. Man hört es ja immer wieder, dass so Leute sagen, E10 tanke ich nicht. E10 ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Und ja, E10 ist Dreck. Tanke ich nicht. Und ich tanke nur E10. Es handelt sich hierbei, falls du mich nicht kennst, um einen Toyota Auris Hybrid. Der hat jetzt 180.000 oder 177.000 irgendwas, also fast 180.000 Kilometer gelaufen. Und ich habe, wenn ich in Deutschland bin, nur E10 getankt. Wenn ich im Ausland bin, habe ich natürlich dieses Standard Super E5 getankt. Aber ich sag mal, das ist eher so die geringste Zeit gewesen. Ich glaube, so dieses Daily Driving war immer tanken in Deutschland und natürlich dann E10. Und dann hört man ja so Sachen, ah, tut das dem Motor gut und ah, ich weiß nicht, Verbrennungs... Da gibt's keine Diskussion. Dieses, tut das dem Motor gut, das ist der Laie, der keine Ahnung von Motoren hat und von nichts Ahnung hat. Der macht das. Der ist die Masse, der gibt vor, was Standard und Master Dinge ist. Und das ist das Problem. Rückstände und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier die Zündkerzen rausgedreht und ich dachte mir, wir schauen einfach mal ganz schnell rein. Ja, das ist ein Saugrohreinspritzer, das heißt, mit Ventilenablagerungen haben wir ja sowieso nichts zu tun. Ne? Also, wenn ihr nicht grob wisst, worum es geht, es gibt ja Saugrohreinspritzer und Direkteinspritzer. Und Direkteinspritzer haben ja nun mal die Thematik, dass die Einlassventile nicht durch den vorbeisausenden Kraftstoff gereinigt werden, um das mal so zu formulieren. Dann gibt es noch so kombinierte Einspritzanlagen, nämlich einmal eine Saugrohr in Verbindung mit Direkteinspritzer. Die haben dieses Problem auch nicht, aber das haben wir nicht. Das ist auf jeden Fall, hier ist ein Punkt, das ja, da müssen wir mal ein bisschen näher drauf eingehen, sage ich mal. Da müssen wir natürlich einen Aluhut aufsetzen, ne, das ist klar. Als Vorsichtsmaßnahme. Also, ich habe bei Mitsubishi gelernt. Und Mitsubishi hat, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, den, also der Direkteinspritzer, von dem er hier redet, wo er ja weiß, was das Problem ist und so. Ist von Mitsubishi ja irgendwann 2000 rum auf den Markt gebracht. Guckt selber bitte mal, weiß ich jetzt nicht, ne, ob es 2000 irgendwas sowas. Oder vielleicht schon ein bisschen eher. Auf jeden Fall 2000 rum, ne, wo ich gelernt habe bei Mitsubishi, war dieses Problem dieser Verkokung ein massives Thema. Natürlich hatte ich wieder das Glück, warum auch immer, dass Mitsubishi in mein Autohaus quasi eine Studie durchgeführt, also Mitsubishi Japan, muss man unterscheiden, das ist nicht Mitsubishi Deutschland. Mitsubishi Deutschland ist Mitsubishi Motors. Ne, das gibt's ein Dings auch, aber der Oberdings ist Mitsubishi ohne irgendwas. Das ist die Hauptfirma. Ne, in vielen Dingen habt ihr auch Mitsubishi Chips im Handy, Fernbedienungen und Rotz drin. Ja, die machen nicht nur Autos. Ne? Das größte Ding ist Schwermetallindustrie, glaube ich. Das ist denen ihr Hauptding, Mitsubishi. Und die haben dann halt gesagt, das kann ja nicht sein. Wieso verkogen die Motoren in Europa oder explizit in Deutschland und in Japan aber nicht? Oh! Scheiße, ne? Das ist ein bisschen blöd, ne? Auf jeden Fall haben die dann eine Studie gemacht. Also haben das halt getestet, haben halt mehrere Autos und blablabla, wollten halt rauskriegen, was das Problem ist, weil die das in Japan ja nicht haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist der Sprit, ne? Ganz einfach. Mit Standard-Saugrohreinspritzung, der Stuhl hat 180.000 Kilometer gelaufen und ich dachte mir, wir schauen jetzt einfach mal rein und gucken uns die Kolben an. Ja, gucken uns jetzt die Zylinderlaufwände an und wir können den Motor noch ein bisschen schlecht durchdrehen. Ich hoffe, er steht an einer günstigen Position, weil wir gar keinen Keilrippenriemen haben. Sowas haben wir alles nicht mehr. Ne? Riemenspanner, Keilrippenriemen, Lichtmaschinen, die dann da an Reservolegungspumpen, die angetrieben werden. Das haben wir alles nicht. Ne? Brauchen wir auch nicht wechseln. Das heißt, wir machen hier mal irgendwie hier und dann machen wir mal eben auf die Schnelle. Das geht ja relativ schnell. Ja, gucken uns die Brennräume an. Und ich bin echt gespannt, wie die nach 180.000 Kilometer aussehen. Und ich kann nur sagen, er wird nicht geschont. Ne? Er wird nicht geschont. Das heißt, ich stelle mich um. Wir machen mal eben. Das ist jetzt schon die Ausrede für das, was wir jetzt gleich sehen werden. Ey, mein Guter, ich habe einen Clio mit 330.000 Kilometer runter gehabt. Den habe ich gewartet. Ich bin den gefahren. Da
Der hat nach 330.000 Kilometern noch einen Kreuzschliff gehabt und die Kolben waren oben blank. Und jetzt gucken wir doch mal, wie das bei ihm aussieht. Und hoffen, dass wir keine bösen Überraschungen erleben werden. Ja, ich mache jetzt hier mal eben... Ob man die Überraschung wahrhaben will, das ist die Frage. Den Modus, den müssen wir ändern und wir machen jetzt auf Start. Ja, jetzt läuft das und ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier oben rangehe, wie das Ganze so aussehen wird. Achso, nur damit ihr Bescheid wisst, ich überblende jetzt hier sein, er hat das nochmal von außen gefilmt. Ich werde das mal so machen, nur dass ihr alles seht. Na komm schon, geh schon rein da. Ja, das sind, na, aha. Jetzt wurde jeder Kfz-ler schon, oh scheiße, Digga. Was ist denn das, Junge? Ja, jetzt passt auf. Hashtag Selbstbelügen. Pass auf. Ist das ein Kolben? Da ist ja mal gar nichts. Da ist ja mal gar nichts! Was? Junge! Sag mal, bist du farbenblind oder was siehst du den? Also... Bitte? Das wird noch besser, Leute, ne? Das, ich habe jetzt nur bis 3 Minuten vor uns geguckt, dann hat schon ein Kanal voll. Wir gucken mal zusammen dann jetzt zu Ende. Also das sieht er nicht hier. Also das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung von mir, ne? Also meine Augen durch den Aluhut und die Lichteinfallen sehe ich jetzt hier einen schwarzen Belag. Kann das ist wahrscheinlich eine Rückkopplung vom Lichteffekt, ne? Ist natürlich meine Schuld. Hashtag Selbstbelügen. Hier seht ihr das, was ich meine. Da ist ja mal gar nichts. Nee. Wenn wir so ein bisschen drehen. Ah, da steht ein bisschen weit oben, ey. Da haben wir da oder hier Kirche und Goebbels, ne? Die Lüge immer wiederholen, dann glaubst du es irgendwann selber. Aber da ist nix. Da ist gar nichts. Dreimal? Ah, nix. So. Viermal? Bisschen Ölkohle obendrauf. Ach! Wie ein bisschen Ölkohle? War das jetzt doch keine Spiegelungsrückkopplung? Also das ist Ölkohle, oder was? Aber es ist doch gar nicht, da ist doch tipptopp da, Kolben. Ne? Also da muss überall so aussehen, oder eigentlich auch nicht, ne? Eigentlich eher wie der Aluhut, so blank. Ja, und ihr seht, die Ölkohle ist auf dieser Seite hier? Also das, was vorhin, das Nichts, ist jetzt Ölkohle geworden. Hat sich jetzt materialisiert? Ah, jetzt sehe ich es, jetzt. Jetzt habe ich es auch, ne? Jetzt habt ihr es bestimmt auch gesehen. Hat sich gerade materialisiert. Und hier ist die Einspritzdüse. Das heißt, der Kraftstoff wird so geil vernebelt, dass er wirklich gut verbrennt. So, jetzt gucken wir hier nochmal. So, da sieht er der. Also, der Kraftstoff wird so gut vernebelt hier, also dass er rückstandslos verbrennt, ne? Also, absoluter Hammer. Guckt mal hier außen rum. Bei 170.000, Digga, du musst mal Auto fahren lernen. Sorry, Leute, kann ich nur lachen, Alter. Ich hab's Doppelte mit dem Renault Clio runter gehabt und der war blitzblank und sah aus wie neu. Und der... Der Kolben ist unten, seht ihr? Auch hier seht ihr das natürlich vorne im Brennraum. Also der Kraftstoff kommt von dieser Seite aus rein und geht dann hinten wieder raus und dann sieht man eben auch, dass da hinten praktisch der Kolben nicht mehr ganz sauber ist. Aber nach... Oh, jetzt? Er ist nicht mehr ganz sauber. Hat er jetzt... Jetzt hat er es tatsächlich... Also es hat ja nur 2 Minuten gedauert, bis er es erkannt hat, ne? 180.000 Kilometer, würde ich doch sagen, ist das doch ziemlich abgefahren, oder? Nee, absolut schlecht, beschissen und zum Kotzen, Digga. Aber gut, wenn du es nicht besser kennst, ne? Er wird es nicht besser wissen. Okay, ja, das ist ja interessant, ne? Vielleicht meint er es ja gar nicht böse, vielleicht wissen es einfach nur nicht besser. Also das so, wenn so dein Kolben aussieht, da hast du schon verloren, Digga, ne? Da. Also die Kfz-ler unter uns, Grüße gehen raus. Ne? Also man kann, wenn man so einen Kolben sieht, Leute, für euch, ne, beim Kfz-ler ist dann hier so ein Rattenschwanz, kommt dann so raus und was da passiert ist, kalt warm fahren, ne? Immer schön bei den Tschechen gedankt und so, naja, ne? Sieht man dann halt hier. So, jetzt gucken wir mal hier, so ein paar Spuren hat er. Ein paar Spuren? Also, das ist gar nicht der Rede wert hier. Braucht euch keine Gedanken machen. Leute, also mein Clio sah überall so aus, ne? Wie der Teil hier, sagen wir mal, oder hier. Ne, das nennt man dann, hier seht ihr so Linien so rüberwärts. Und hier so.
Und die kreuzen sich hier, das nennt man Kreuzschliff. Da wird vom Werk aus, halt wenn jeder Motor neu ist, wird ein Kreuzschliff reingemacht, dass eben das Öl, ne, ihr habt ja unten im Motor Öl und oben den Brennraum und das darf ja nicht zusammenkommen, ne? Und der Kreuzschliff sorgt dafür quasi, dass wenn mal Öl, wird das dann so, weißt du, so wenn du aber hier solche Ölkanäle hast, ja, dann ist dieser Kreuzschliff außer Kraft, also natürlich nicht 100% außer Kraft gesetzt, aber hier geht natürlich schon Öl in die Verbrennung, ne? Das ist natürlich klar. Und dann ist auch irgendwo klar, warum der Motor, warte mal, wir gehen mal ein Stück zurück, ne? Wenn wir das jetzt hier mal sehen, ja, das sind halt Ölrückstände, ne? Da verbrennt er die ganze Zeit Öl, ihr merkt es halt nicht. Aber das, denke ich, kommt von was anderem. Nein. Oh doch. Machen wir weiter. Ne, also bei meinem Clio mit 300.000 sah das schon so aus. Das ist schlechter Sprit, schlechtes Öl, keine Ölwechsel gemacht und wahrscheinlich kalt, wie er gesagt hat. Ne, aber sorgt's dem immer gut, ne? Ja, könnt ihr machen, Leute. Aber wenn er warm ist und wenn er warm ist, das bedeutet nicht, dass eure Anzeige von 89 auf 90 und jetzt könnt ihr Vollgas geben. Weil die Anzeige, ne, also das, wenn ihr einen großen Block habt, und ihr messt hier oben irgendwas, das heißt nicht, dass das hier unten schon warm ist. Ne, also warm fahren und nicht, was die immer machen, ne. Fahrt den warm, bis er 90 hat und dann gibt mal noch mindestens 5 Minuten, Leute. Und das ist auch noch nicht richtig warm, ne. Und dann kannst du drauf latschen. Und dann gibt's dich einen Scheißdreck nicht. Wenn du das auch nicht weißt, wenn du so ein Kloppi bist, dann, nein, ich kann dich draufhauen. Du besorgen, ne? Ja, dann hast du halt das hier, ne? Da ist nix. Da ist nix. Nee, nix. So. Nix hier. Gar nichts. Die Risse, das ist wieder eine Spiegelung vom Aluhut, ne? Hier. Komplett ringsrum hat er. Spuren rechts und links, dass sie. Aber Kerl, mir tut er leid, ne? Ich meine, bei den meisten Autos ist es so, hier seht ihr das auch, dass mit 175, selbst wenn man das falsch alles macht, der Rotz sogar trotzdem noch gehalten hat, ne? Ich hatte ja auch schon mal ein Video gemacht mit diesen 200.000 Kilometern, dass es halt an den Leuten liegt, warum die Autos jetzt nicht mehr so lange halten. Hier seht ihr das Gegenbeispiel und ich verlinke euch nochmal in der Videobeschreibung mein Video zu den 200.000. Wenn ihr euch die zwei anguckt, dann macht's hoffentlich Klick bei euch. Oder ihr habt zumindest mal die Möglichkeit, dass es Klick macht, ne? Das hier seht ihr, dass selbst wenn du Scheiße machst, funktioniert und bei den neuen jetzt egal wie du es machst, funktioniert nicht. Hängt mit den Benutzern zusammen. Mit den Leuten, die halt hier sich einen Scheißdreck erzählen und sich selber belügen vor allen Dingen. Voll geil aus, so. Das sieht voll geil aus, Digga. Alter, ich könnte kotzen, wenn ich das sehe. Das sieht doch nicht geil aus, Junge. Alter. Mal hier, machen wir nochmal den hier rein. Ey, was jetzt kommt, habe ich auch noch nicht gesehen. Bin mal gespannt. So. Ja, seht ihr das auch, ne? Also schön den Kolben. So. Puh, guck mal hier. Ui, 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 ja, die Striche ist schon ein bisschen dunkler hier, ne? Boah! Ja, und das wird dann als super Auto den Leuten verkauft. Ne, den hab ich hab mich immer schön drum gekippt, ich hab den immer warm gefahren und da war immer gut, ne? Guck, hier siehst du es, wie gut der ist. Da ein paar Spuren, da wir haben, Hohnspuren, sind alle noch da. Hohnspuren sind alle, wo ist denn hier die Hohnspur, Digga? Wie sieht denn das auf der Kamera aus? Also seht ihr hier eine Höhenspur noch? Ne, hier geht er rein, ihr seht ja hier, ne? Hier kommen die Linien. Zack. Und hier so. Naja, ganz leicht kann man hier. Oh, boah! Das sieht er jetzt, ne? Den sieht er, den Kreuzschliff, wo ich Probleme habe, aber da blende ich mich wieder mein Aluhut wahrscheinlich. Den sieht er, Digga. Die riefen hier, sieht er nicht, den Dreck hat er auch nicht gleich gesehen, ne, dauert nur 2 Minuten. Aber wir haben noch 4 Minuten, wahrscheinlich sieht er es dann doch noch irgendwann. Arm, Hohnspuren sind alle noch da. Voll geil. So muss. Guck hier, das ist das, was ich meinte. Die anderen sind so bräunlich gewesen, ne. Ich sagte ja eher so Aluhut hier. Also so müsste der Kolben komplett aussehen, Leute. Ringsrum, ne, also nicht nur ein paar Stückchen. In der Mitte kann er schon ein bisschen dunkler sein, das ist okay. So muss das aussehen. Oder so kann das aussehen. Oh, danke. Hast du dich noch korrigiert? So darf das nicht aussehen, mein Guter. Ne?
So, Nummer 4. Da seht ihr das auch. Das hier hinten eben da, wo der Kraftstoff nicht mehr hin vernebelt werden kann, da hat er dann Ablagerung. Der Kolben steht jetzt ziemlich weit oben. Wo der Kraftstoff nicht mehr vernebelt werden kann. Also eine Kraftstoff-Nebelsperre ist hier drin, die ist aber unsichtbar, die sieht man nicht. Ne? Das ist so geheim Kfz-Wissen. Und da prallt der Kraftstoff jetzt ab und wird nur im vorderen Teil verbrannt. Ne? Es ist nicht so, dass der in der Kammer sich komplett verteilt, wie Gase das eben nun mal machen. Nein, da ist eine Gaswand. Oder, ja, Gaswand. Bin jetzt kein, bei den Geheimsachen bin ich nicht eingeweiht. Ich habe nur einen 32. Grad im Kfz-Bereich, ne? Tut mir leid. Da müssen wir mal einen 33 Grad laufen. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, da ist nichts, gar nichts. Nö. Das war jetzt 5 oder 6. Hat jemand mitgezählt, wie oft er sagt, da ist nichts, ne? Die Lüge immer wiederholen, Goebbels, Kirche. Ja, also das ist krass, ne? Wie die Dogmen und die, wie das alles in die Leute übergeht. In den Alter. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, da ist nichts dran. Ja. Also die Hohnschuhe sind noch zu sehen. Was? Ich kann nur sagen, da ist nichts dran. Ja. Halt? Ich für meinen Teil kann nur sagen. Habt ihr es gesehen? Wie er nach unten links geguckt hat oder unten rechts? Habt ihr es gesehen? Achtet mal. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, da ist nichts dran. Erst zur Seite und dann nach unten rechts. Was sagt denn das körpersprachemäßig aus? Ne? Also er will sich ja im Bewusstsein einreden, dass alles doppelt ist und alles ist super. Das Unterbewusstsein sagt aber, oh Junge, putz mal eine Brille oder besorg dir mal eine neue oder irgendwas. Wahrscheinlich ist seine Brille nicht mehr ganz so okay oder so. Ich weiß es nicht. Na, also die Hohnschuhe sind noch zu sehen, die Kolben sind sauber. Durch die Saugrohreinspritzung haben wir keine verguckten Ventile. Super. Also ich habe kein Ventil gesehen. Habt ihr Ventile gesehen? Wird einfach behauptet, ne? Naja, gut. Gut, bei der Saugrohreinspritzung ist es tatsächlich so, wie er sagt, dass dann das weniger ist. Auch ist G0. Ja. Das, was ich reinfülle, das läuft auch wieder raus. Also ich brauche zwischen den Intervallen, denen ich auf 10.000 Kilometer gesetzt habe, nichts nachfüllen. Und jetzt kann man sagen, ja, vielleicht verbrennt er Öl und dazu kommt Wasser rein und so weiter. Natürlich wird er seinen Schmutzeintrag im Öl haben, aber dass man jetzt sagen kann, er hat einen Schaden genommen durch E10, das würde ich jetzt erstmal verneinen. Ja, regelmäßiger Ölwechsel. In dem Fall haben wir das alle 10.000 gemacht und dann sieht man eben auch noch, dass die Hohnspuren alle sauber sind, alles soweit. Alle 10.000 und dann so? Also okay, da können wir jetzt ausschließen, dass es am Ölwechsel lag, wenn er die Wahrheit sagt, ne? Ach, das ist ja interessant, da muss er ganz schön Dreck fahren, du. Naja gut, wir kommen am Ende kommen wir drauf, ne? Erklär ich euch. Taco ist. Und es ist natürlich klar, ne? Die Einspritzdüse oder der Kraftstoff, der von der Seite aus reinkommt, ja, der reinigt natürlich alles, der wird ja verwirbelt. Und also der reinigt nur außenrum, direkt dort, wo er drauf spritzt, wo die Ablagerungen sind, da reinigt er nicht. Ey, Digga, das müsstest du doch jetzt selber mal merken. Irgendwann ist die Zeit natürlich um, wo er gezündet wird. Und da kann es sein, dass natürlich die weiteste Stelle in dem Sinne nicht mehr so gereinigt wird. Deswegen habt ihr überall diesen V-Ausschnitt, wenn man das so nennen möchte, wo der Dreck drin ist. Ne? Ihr seht, ne? Also der spritzt ja jetzt nicht direkt in die Brennräume ein, sondern es wird ja theoretisch immer auch ein Gemisch angesaugt. Aber ihr habt eine Flussgeschwindigkeit und dadurch wird das praktisch gereinigt, wenn man das so nennen möchte. Und in den hinteren Bereich, in den weitesten entfernten Bereich, kommt dann die... Also das ist ja wieder... Also im hinteren Bereich kommt es zu dem. Also hier beginnt der hintere Bereich vom Kolben. Vor der Mitte, hier ist die Mitte. Na gut, sagen wir mal genau ab der Mitte ungefähr, ne? Das ist der hintere Bereich. Ja gut, das kann man so definieren. Für mich wäre der hintere Bereich erstens mal nicht wie ein V, sondern im Kreis. Man muss ja von der Mitte ausgehen, ne? Also wenn du eine Ablagerung hättest wegen... Wie soll man das sagen? Ja, also wahrscheinlich müsste es eher im Kreis sein. Ne? Also ich kenne den Müll nicht. Ne? Also bei mir sind die Kolben blank. Da müsst ihr die Typen fragen, wie die das schaffen. Also der spritzt ja jetzt nicht direkt in die Brennräume ein, sondern es wird ja theoretisch immer auch ein Gemisch angesaugt. Also der Direkteinspritzer spritzt nicht direkt ein. Er meint jetzt natürlich, dass der Kolben ja auch noch ansaugt. Und wenn die Bude hier eine zusätzliche Saugrohreinspritzung hat, ja, okay, ne, dann wird es halt eingespritzt in Zylinder direkt und es kommt halt noch was vom Ansaugen und so. Ne? Aber das hat damit nichts zu tun. Aber ihr habt eine Flussgeschwindigkeit und dadurch wird das... Ja, genau, Digga. Jetzt überleg doch selber mal bei der Flussgeschwindigkeit. Wenn du das
in der Mitte über den Kolben einspritzt, dann muss doch in der Mitte das verbrannt sein, oder nicht? Das ist doch nicht am weitesten weg, Alter. Meine Güte, Alter. Praktisch gereinigt, wenn man das so nennen möchte, und in den hinteren Bereich, in den weitesten entfernten Bereich. Warte mal, wie viel Abos hat denn der? 41. 11.000 Aufrufe. Ach du Scheiße. Die sind ja das. Da hast du ja wieder komplett. Ja, ich habe ein Dislike gelegen, seht ihr, weil das ist Dreck, Alter. Guckt euch das an. Und da erzählen dann hier wieder die Kloppis alle. Oh, das, aber hier der Garkraft. Ich weiß das jetzt. Da hab ich ja auch gar keine Chance, ne? Gegen die ganzen. Das ist keine Chance, ja. Das ist ja krass. Ah. Okay, gehen wir mal weiter. Kommt dann ist der Reinigungseffekt nur mal nicht mehr so da. Dann setzt schon die Verbrennung ein und dann ist gut. Ne? Aber wie gesagt, ich mache mir nicht eine Hose dabei. Ich werde weiterhin an EC. Achtet mal bitte auf die Augen. Wie gesagt, ich mache mir nicht eine Hose dabei. Ich werde weiterhin an EC tragen. Ich habe auch keinen. Habt ihr es gesehen? Nee, also Körpersprache gibt es gar nicht. Ne? Also, wie er die Spulen wickelt, ist immer egal. Nicht in Action seine Videos gucken. Ne? Guckt hier von ihm, da wird er richtig gut informiert. Spürbar mehr Verbrauch. Für mich ist mir ist das egal. Also, what? EC tanken. Ich habe auch keinen spürbaren Mehrverbrauch. Für mich ist kein spürbaren Mehrverbrauch. Für mich ist mir ist das egal. Also rechts, links, habt ihr drauf geachtet und dann dumm lachen, ne? Also, da fangen wir jetzt auf jeden Fall gleich mal an. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist ja die absolute Scheiße, Leute. So, passt mal auf. Ihr, jeder, der ein Auto hat und jetzt kein Kfz-Mechaniker ist, wenn ihr an die Tankstelle fahrt, oder ihr könnt auch jetzt mal zu eurem Auto runtergehen und macht mal den Tankdeckel auf. In 95% der Fällen ist da ein Aufkleber, wo eine Zahl draufsteht. Sagen wir mal 95, Oktan, 98, was weiß ich, wenn ihr getuned habt, wahrscheinlich sogar 102, ne? Wenn ihr vom Turbo-Gockel und die Buden oder so richtig getunte oder ich weiß gar nicht, ich hab Lambo, die fahren glaube ich auch 100 Oktan, ne? Also euer Auto, das ist explizit der Motor, kann jeden Sprit verarbeiten. Ne? Also da kann nur den billigsten Tschechensprit mit 85 Oktan verarbeiten, aber dann geht die Bude halt nicht so gut und es kommt als in einem Mehrverbrauch. Ne? Wobei es noch zu Folgeschäden kommt. Da könnte der Maiko ein Lied singen. Normal Maiko hätte ich dich jetzt mal mit reinnehmen sollen, wo Maiko zu Besuch war. Da kam ja vom Norden viele Kilometer, 500, 600 Kilometer oder so, und hat eben gesagt, wo er da war, ja, Libby, ich habe übelste Probleme. Wir hatten vorher auch schon ein bisschen geredet über das Auto und so. Und ich bin nicht mal mit dem Auto gefahren, nix. Ich saß eh mal drinnen im Stand und mir war das aber vorher schon klar. Und ich hatte Maiko da darauf hingewiesen, dass er auf jeden Fall mal gucken soll, wo er tankt. Ne? Also, erstens mal ist es wichtig, dass ihr an der Tankstelle den Benzin tankt, der in das Auto im besten Fall reingehört, ne? Also, sagen wir mal, bei euch steht eine 98, dann braucht ihr super plus 98, ne? 95 ist, glaube ich, super. Oder das Benzin, ich weiß gar nicht. 97, das weiß ich jetzt nicht. Guckt einfach auf den Deckel. So, und dann ist es halt so, Maiko hat dann gesagt, ja, und der hat keine Leistung, der stottert und das. Das ist natürlich Sinn, wenn du lange solchen Scheiß-Benzin fährst, vor allem, ne, meistens solchen billigen Sprit an den Tanken, dann hat das Folgeschäden. Ne? Also ich gehe dann alles kaputt. Ihr braucht mehr Sprit, durch den mehr Sprit, weil der weniger Energie hat, müsst ihr ja mehr Gas geben. Das heißt, da kommt noch mehr Sprit von dem beschissenen Sprit rein. Es wird alles noch heißer, noch schöner. Da raucht euch die Kopfdichtung ab und nur solche Geschichten. Also ich empfehle euch, fahrt zu einem namhaften Tankstellen, also einer namhaften Tankstellenkette. Ich sage jetzt mal, also ich tank bei Aral oder Shell. Das hat auch aus den Moped-Tuning-Zeiten zu tun. Da merkst du das auch extrem, wenn du jetzt schlechten Sprit hast, ne? Weil ein Moped kann
ist nicht abwärts kompatibel. Also das, eine Simson zum Beispiel hat keine elektronische Regelung. Da musst du den richtigen Sprit reinmachen. Sonst kann die Simson nichts machen. Die kann da nicht nachregeln. Ne? Bei unseren PKWs, die haben extreme Regeltechnik und alles Mögliche, um das auszugleichen, damit ihr das nicht merkt. Ja, doch, so ist das. Ne? Also fahrt ordentlichen Sprit. Ihr spart Benzin. Also ihr verbraucht weniger. Euer Motor wird geschont, sage ich jetzt mal. Also er wird halt so benutzt, wie er benutzt werden soll. Dann habt ihr eigentlich solche Risse und solchen Müll drin. Ne? Also da kommen einige Folgeschäden auf euch zu, wenn ihr falschen Sprit fahrt. Die kosten wesentlich mehr als die 2 Cent, die ihr spart. Ne? Also Tschechensprit, BFD und also die ganzen kleinen Grutscher, das ist alles Tschechensprit. Das braucht man nicht fahren. Ne? Also ihr könnt das zum Beispiel testen. Wie kriegt man das jetzt raus, ob mein Benzin scheiße ist oder nicht? Das ist ganz einfach, wenn ihr euer Auto kennt. Nehmen wir mal meinen Clio RSI, wobei es keine Rolle spielt bei meinem Scenic, bei unserem Scenic geht das auch. Nehmen wir mal den Scenic. Sagen wir mal, der Scenic schafft, naja, so 200, 205 ist eine Automatik, ne? Mit 100, die E1, ich glaube, es ist ein E1-6er mit 115 PS oder so, ne? Also, dass der nicht der Borscht vom Brot zieht, ist irgendwo klar. Aber so ungefähr, sagen wir mal, 200. 195 bis 205 habe ich mit dem Auto schon geschafft. So, und irgendwann hat der Vater hier den guten Sprit, den Billig-Sprit geholt. Und ich weiß gar nicht mehr, da bin ich irgendwo hingefahren und auf der Autobahn halt und die Karre ist nicht über 180 gefahren. Ich konnte machen, oh, selbst Bergneil, absoluter Hammer. Ne? Ich bin dann leer gefahren auf der Autobahn, richtig Sprit rein und zack, 200, 205. Also da fehlen euch mal 20 km/h, die ihr nicht mehr hinkriegt. Ne? Und also das ist aber, also das kann jeder von euch überprüfen. Ne? Tankt bei irgendeiner Dreckstankstelle, fahrt auf der Autobahn, testet das mal. Ein bisschen Vorsicht ist dabei geboten, weil, wie gesagt, Kopfdichtung kann hochgehen, weil die Belastung und so eben höher ist. Ne? Also tankt ordentlichen Sprit, ansonsten war da irgendwann YouTuber und erzählt so eine Scheiße. Naja. Da habe ich mir jetzt also auch noch nie so die ernsthaften Gedanken drum gemacht. Ja, das solltest du mal tun, Digga, das soll, und nicht nur Gedanken und Glaube und teste es doch, Alter. Tank die Bude voll, fahr auf der, oder halb voll reicht ja, oder viertel voll, fahr auf der Autobahn und Maximalgeschwindigkeit, wenn freigegeben ist. Ne? Und dann tankst du mal bei Aral und, dieselbe Klasse von Sprit und dann probierst du es nochmal. Und dann hoffentlich kommt auf deinem Kanal mal ein Video, wo du dich für diesen Dreck, den du hier erzählst, entschuldigst. Alter. Klappt, funktioniert und gut ist. Und solange wie ich da keine Fehlermeldung bekomme. Ja, ich keine Fehler. Da ist dein Motor Schrott, Alter. Da ist es zu spät, Junge. Fahr doch nicht, bis alles zu spät und kaputt ist. Und dann sagen ja, die Mechaniker, die sind alle scheiße. Ja, nee, ihr seid scheiße, Alter. Solche Leute, die den Leuten sich einen Dreck erklären. Fahrt ordentlichen Sprit, Leute. Was ist denn das? Zieht ihr auch die dreckschen Klamotten an, den billigsten Dreck und alles oder was? Hauptsache billig, billig, ne? Was soll denn das sein? Und ihr habt natürlich auch das billige Handy für 100 Euro, ne? Ihr habt nicht das teure Zeug, nein! Ach, beim Handy geht's! Beim Online-TV schauen, da ist das Geld, da ist alles da, ne? Aber mal ordentlichen Sprit fahren für eure Wertinvestitionen, was ist euer Auto, was 20 oder 40.000 Euro wert ist, da sagt ihr, nö, da guck ich ja so einen YouTuber und hab ich nicht probiert, aber solange die Motorkontrolllampe nicht angeht, ist da alles egal. Ja, Digga, dann miete die Autos oder lease die Autos, weil das wird für dich finanziell hinten aus ein Riesendesaster, ne? Dann miete die Autos, du die irgendwo leasen über eine Firma, über einen Kumpel oder irgendwas und dann ist ja egal, dann haben die das Problem, ne? Und nicht ihr. Weil wenn ihr keine Ahnung habt, der macht ja den Motor, der macht ja alles kaputt, ne? Wenn der, der macht ja jeden Motor kaputt. Oder wie jetzt nach 180.000 der Motor immer noch sehr, sehr gut aussieht. Ja, da nein, der sieht nicht gut aus, Alter. Der sieht zum Kotzen aus, Junge. Meine Fresse, jetzt guck doch wenigstens mal in die Kamera. Mensch, guck mal die Motoren, Leute. Ach, das. Ach so, er muss jetzt das Dogma hier unterbewusst bedienen. Was er gar nicht merkt. Ne? Also was ich euch gesagt habe, guckt euch unbedingt das Video mit diesen 200.000 Kilometern an. Die Autohersteller haben reagiert. Weil Leute sagen, hey, guckt mal, ich habe solche Risse hier hier, ne? Solche Ablagerungen und Spuren in der Laufbuchse. Wo sind sie jetzt hier? Ne? Die Kratzer?
Und das ist ein Top-Motor. Das ist ja alles tipptopp. Das ist ja wie aus dem Werk. Ne? So sieht das ja aus, wenn es neu ist. Ne? Aber da geht es halt darum, die Autos von damals bis, helft mir mal, liebe Kfz-ler, wo die Ventilsitze geändert haben oben, 2007 oder irgend sowas, das war der Moment, kannst du sagen, wo die Autohersteller gesagt haben, okay, wenn alle das glauben und sagen, was er hier erzählt, dann brauchen wir die Motoren ja nicht mehr für 2 Millionen oder sagen wir ja 2 Millionen Kilometer zu testen, was dann im Real Life, sage ich mal, meistens 500.000 Kilometer sind. Also die Autos davor wurden bis 500.000 Kilometer gebaut, natürlich mehr. Ihr kennt das, ihr könnt auf YouTube mal eingeben, Mercedes Taxi mit 2 Millionen oder da gibt es ja welche mit 5 Millionen. Also die Autos von damals waren halt gebaut für, naja, die Ewigkeit nicht, aber schon, dass du das Ding, könnt ihr selber gucken, 30, 40 Jahre alte Mercedes und so, die fahren heute noch rum. Ne? Die, also natürlich nicht alle, weil es gibt ja so Leute wie die hier, die machen das natürlich, auch, kriegen das auch kaputt. Ne? Aber die Hersteller haben dann gesagt, die haben explizit die Schrottplätze abgeklappert, haben von ihren Modellen die Autos wiedergeholt und haben halt festgestellt, dass Otto Meyer-Schulze, er hier mit 175, ne, der fährt jetzt noch 15.000, dann geht der Motor hoch oder noch ein bisschen mehr, aber so um die 200.000, also der Schnitt ist, dass die Deutschen die Autos ungefähr bei 200.000 entsorgen. Und da ist natürlich klar, Leute, warum soll ich einen Motor in das Auto einbauen, was der weitaus mehr wie 500.000 schaffen kann, wenn die Leute so sind und den bei 200.000 wegschmeißen, weil wegschmeißen und Kapitalismus ist ja cool, ne? Das ist ja jetzt ganz Hype, ne? Wegwerfen, wir bauen auf, reißen nieder, haben wir Arbeit immer wieder. So hieß es in der DDR, ne? Da wussten wir das noch. Ein paar Autos, die haben die Hälfte vom Kilometerstand und die sehen nicht mehr so aus. Würde ich fast sagen, können wir da beruhigt weiter EC. Die Hälfte, also sehen schlimmer aus. Was habe ich vor uns gesagt? Ja. Was hat er hier noch einen guten rausgesucht? Wahrscheinlich fährt er nicht viel mit. Oder jemand anders fährt mit. Ne? Ja. Tanken. Ja. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr nehmt einen Liter. Das ist, was ist das? Das ist 1,5. Jetzt habe ich keine Ahnung. Aber ja, nehmen wir an, stellt euch jetzt visuell eine Literflasche. Sind 100 Milliliter bei 10. Vor, ja. E10. So, das ist ein Liter. Dann habt ihr sowieso schon 0,05 in dem E5-Kraftstoff, ne? Ist ja 5% Anteil. So, und da habt ihr dann nochmal 5% mehr. Das heißt, wir sprechen dann davon einer Pfütze, die noch mehr drin ist, als sonst drin ist. Also, ich würde sagen, das macht für mich keinen Unterschied. Achso, er sieht ja auch die Verkorkung nicht. Ja gut, was sind dann 5%? Draufgeschissen, Digga. Komm, draufgeschissen. Ne? Ist. Wenn ihr nur 5% Alkohol hier reinmacht, ne? Puren Alkohol, dann hat er gar keine Auswirkung. Das merkst du doch gar nicht. Ne? Kostentechnisch? Alter. Nö, Alkohol ist dasselbe, ne? Ja, nö, das merkt ihr gar nicht. Kannst du doch mal testen, da wisst ihr, dass er recht hat. Wird es wahrscheinlich etwas günstiger sein, ist dann das gute Gefühl, ja, ist das günstigste, was es an der Tanke gibt, sage ich jetzt mal, und deswegen werde ich da auch weiterhin E10 tanken. Ja. Geiz ist geil, ne? In dem Satz fehlt nochmal, Geiz ist geil für die Hersteller, Produzenten, Vertriebspartner, Verkäufer, also, weil ja brauchst du ja andauernd ein neues Auto, ne? Ja, Leute, das war schon in diesem kurzen Video. Ich bin froh, dass das so aussieht, wie es aussieht, und wenn du Bock hast... Da ist der froh, dass das so aussieht. Alter, ich würde die Karre neu TÜV drauf machen und weg damit, Alter. Und guft. Nee, egal. Du bist auch im nächsten Video mit dabei, deswegen danke, dass du dir das bisschen angeschaut hast. Und du findest zu dem Auto eine Playlist unten in der Videobeschreibung, wo wir alle Sachen, die dieses Auto betreffen, verfilmt haben. Und wenn du Bock hast, guckst du das einfach mal an. Ich bin voll raus, sag vielen Dank, bis dann, ciao. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Leute. Meine Fresse. Ne? Also, ordentlichen Sprit fahren, die Bude ordentlich warm fahren und dann braucht ihr nicht solche Videos machen wie der Typ hier. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin raus. Das ist... Keine Ahnung. Also, ja, ihr seht selber, die Leute belügen sich, wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Das ist leider die Masse. Das heißt, in 10 Jahren oder wenn es dann noch Autos gibt, wenn sie nicht schon verboten wurden, weil die alles ist ja so... Scheiße, ne? Ja,
irgendwann kriegst du mal Autos, die nach 10.000 Kilometer halten. Ne? Und dann kommt halt ein Video, wo sich Leute wieder einreden, das ist alles super und top und... Junge. Oh nein, genau. Nee, ich bin raus. Ja. Schade, dass ihr dabei wart.